Der Drache. Wo muss ich ihn jetzt lang? Irgendwas übersehen? Hier ist kaputt. Hier ist alles dicht. Ich weiß jetzt nicht, wo es hier weitergeht. Nee, da ist auch nix. Ha. Alter. Meine Fresse, geht eh mir auf den Sack. Geht's dann hier irgendwo weiter? Du dumme Sau. Hab hier ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor. Mittlerweile wieder einige Schriften tot, unmöglich, Ungeheuer. Können wir nächstes Mal gucken, ob man hier irgendwas findet. Ich muss ja nicht unbedingt die Konfrontation suchen. Oh, Lizard! Scheiße! Für den ist es jetzt zu spät. Oh, das war ein Crystal Lizard. Wow, 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 wow. Alter. Ich würde den jetzt gerne mal probieren. Nice. Das hier funktioniert echt gut. Das hier funktioniert echt gut. Saugeil. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal hin. Vorlagen. Wörter, Objekt. Nicht irgendwas mit. Nee. Versucht. Haben wir nicht irgendwas mit Feuer? Versucht Feuer. Vielleicht könnte das dem einen oder anderen helfen. Also die Feuerbomben. Echt top. Aber der Crystal Lizard ist jetzt eh schon weg, ne? Ah. Ja. Das heißt. Echse voraus. Ja, die Nachricht ist leider zu gut versteckt, Kollege. Ich muss jetzt zurück zum Leuchtfeuer. Ich weiß nicht, ob die dann wieder da ist. Ich hoffe, das große Vieh ist dann nicht mehr da, aber ich befürchte es. Und, nee, doch, oben lang. Dann. Die droppen nämlich was, was ich zum Aufrüsten brauche. Und diese Lizards, also diese Eidechsen, sind selten. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber sieht schon geil aus. Und ich würde die echt gerne haben. Wir haben ja gesehen, wir haben eine Möglichkeit gefunden, das Problem mit dem Großen zu lösen. Das heißt, selbst wenn er wieder
da ist, kümmere ich mich erst um ihn. Bevor ich mich dann auf die Echse konzentriere. Und wie gesagt, eine Methode haben wir ja gefunden. Oder ich werde einfach wieder probieren, einfach stumpf hinzurennen. Und dann wieder zu fliehen. Wenn er dann wieder da ist, ich weiß es jetzt nicht. Der ist nochmal da. Und die Eidechse ist weg. Okay, schade. Gut, dann gehen wir jetzt hier mal wieder runter. Au! Dumme Sau! Und da ist direkt der nächste. Scheiße. Geht das zwar schlecht. Noch mehr Brandbomben, wie wir gesehen haben. Die brauche ich. Die brauchen wir für diese scheiß Viecher, wenn da noch mehr kommen. Guten Tag auch, Herr Ritter. Freunde haben Sie nicht hier? Au. Und gebackstabbt. Sehr schön. Ist immer noch die einfachste Methode. Backsteppen oder halt parieren. Je nachdem, was einem für richtig erscheint. Einfacher erscheint, so. Meinst du, ich hätte dich nicht gehört, oder was? Ja, manchmal sind die Dinger echt hilfreich, aber ich habe ja eh gesehen, dass da irgendwas sein muss. Wie das geleuchtet hat. Bisher läuft es meiner Meinung nach doch sehr gut. Ich glaube, direkt über mir ist das Vieh, ne? Dürfte das Dach sein. Oh ja. Ich hoffe, die werden nicht alle lebendig, die da unten gehockt haben gerade. Hm. Vorsicht vor links. Die war halt erstmal rechts. War gar nicht mal so dumm. Der Gedanke. Grüne Blüte. Die, erhöht eine gewisse Zeit, wenn wir die futtern, unsere Ausdauerregeneration. An sich schon mal ein ganz gutes Item. Da haben wir auch schon den Typen links gesehen. Ist das etwa Skelett? Ein Breitschwert. Ich bin aber mit der Axt momentan ganz zufrieden. Auch so eine kleine ungeschriebene Regel, immer das Schild hochhalten. Versucht Geschoss. Oh, da ist ein bisschen was. Probiert's einfach mal hier was. Okay, so schon mal nicht. Habt ihr nicht gehört? Gut. Okay, die Truhe, die Crew und Snacks. Silberhalber Langschild. Bla bla bla. Na komm. Das haben wir ausgerüstet. Ein
hier wiegt mehr. Hat aber dafür mehr physische Angriffskraft quasi so gesehen. Okay. Scheint wohl was Angriffsmäßiges zu sein. Keine Ahnung, was da ziemlich genau gemeint ist. Hat auf jeden Fall auch 100 physischer Schutz. Das ist sehr wichtig. Das heißt, der komplette Angriffs... Der ganze Angriff quasi, wenn wir den blocken, wird auf... Scheiße. Ja, dieser Scheißköder, ey. Die gesamte Angriffskraft von dem Gegner, der uns gerade angreift, wird auf das Schild übertragen. Also quasi auf die Ausdauer. So, wenn ich jetzt einen Schlag blocke, bei einer 100, bei einem Schild mit 100% physische Abwehr, wird das komplett auf die Ausdauer getragen, anstatt auf unsere Gesundheit. Weil wenn wir jetzt ein Schild haben, das nur 80 hat oder so, bekommen wir einen Teilschaden vom Angriff ab. Das heißt, wir verlieren dann, obwohl wir blocken, ein bisschen unserer Gesundheit. Und das ist ja auch nicht gerade schön. Mit ein bisschen Glück dürfte jetzt aber der Crystal Lizard, also die Kristalleidechse, wieder da sein. Weil wir einen Ladebildschirm dazwischen hatten. Das hat der neu geladen. Und nicht einfach nur die Gegner respawnt. Schauen wir mal. Ja. Du dummes. Scheiß Vieh, du bleibst hier. So. Den Loot haben wir. So. Und die kommen dann auch nicht wieder. Meine Güte! Schluss jetzt! Brandbomben sind immer gerne gesehen. Hier rein. Da ist doch auch irgendwo einer rummarschiert. Da vorne ist er. Au! Das war unfair. Ja, Bitch. Abgefrühstückt. Alles töten, was uns gefährlich werden könnte. Den gehe ich hier nochmal schnell lang. Und außerdem gibt das Ganze nochmal Seelen. Und vielleicht lassen die auch mal was fallen. Schöner wäre es übrigens. Oder halt allgemein brutaler. Wäre aber ein geiler Side-Effekt, wenn man die Gegner hier mit so einem Backstep oder einem Finisher abfertigt. Wenn dann diejenigen Körperteile wegfliegen würden. Zum Beispiel bei dem Backstep gerade eben, dass dann der, dass derjenige Charakter, der Gegner, den ich da angegriffen habe, dass der dann, ja. Ups. Idiot. Ich kann gerade noch was ausprobieren. Oh, kann den Schlag richtig schön aufladen. Das war jetzt vielleicht nicht gerade so klug.
Bäm. Einfach mal zu Demonstrationszwecken drauf geömmelt. Schön mit der Axt. Schön hart drauf. Was ist denn mit dem los? Dort ein Dach. Ich mag die Hunde echt nicht so. Komm hier hoch, wenn du Stress willst. Da unten kämpfe ich nicht gegen dich. Oh, nice. Scheiße, voll verfehlt. Ja. Noch jemand, der was will? Ah, eine Scherbe. Könnten wir jetzt also quasi, wenn ich zurück zum Schmied gehe, meinen Estus Flag von meinen Heiltrank aufwerten lassen. Bam. Small. Gefängnisschlüssel. Ich glaube, ich weiß, wo ich den einsetzen kann. Hab da so eine Vorahnung. Ich glaube, da gehe ich jetzt auch mal direkt hin. Damit wir das nämlich dann abgehakt haben. Wobei, nee, mache ich später. Muss ich ja dem scheiß großen Monstervieh vorbei. Da habe ich gerade keine Lust dazu. Die hier scheinen mir alle tot zu sein, die anderen da. Sind mir ganz lieb, wenn ich dann gegen den Fetten alleine kämpfen müsste. Vorsicht vor Feind unterhalb. Ah, oh, sogar mit einem Symbol.